Und bei uns im Studio begrüßen wir jetzt den parlamentarischen Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner von den Grünen. Herzlich willkommen hier bei uns. Guten Morgen. Guten Morgen. Lassen Sie uns auch noch mal ganz kurz über Friedrich Merz sprechen. Diese Reise nach Kiew, muss das wirklich sein? Ach, ich finde, dass wenn Friedrich Merz sich vor Ort informieren will, dann soll er das machen. Ich finde, dass andere Politiker waren auch vor Ort. Das finde ich völlig in Ordnung. Soll er ruhig fahren und ich habe da auch Respekt vor. Und das ist sicherlich kein falsches Signal, sich vor Ort da zu informieren. Andere Kolleginnen und Kollegen waren ja auch schon da. Herr Kellner, folgende Gemengelage: Der Kanzler selbst, der keinen Bedarf hat, momentan dorthin zu fahren. Wir haben in Deutschland aber einen Botschafter, der manchmal sehr undiplomatisch ist und der sagt, im Zusammenhang mit der Reise von Friedrich Merz und der Nichtreise von Olaf Scholz, der verhält sich wie eine beleidigte Leberwurst. Kann man das so stehen lassen? Naja, ich würde sagen, ich bin Diplomat genug, um darauf nicht tiefer eingehen zu wollen. Das war's schon? Das war's schon. Hat er sich im Ton vergriffen? Ach, ich würde es einfach diplomatisch bleiben. Ich meine, ich verstehe doch, dass er ist Botschafter eines Landes, was um seine Existenz kämpft. Das ist ja die Situation. Und dass man da alles dafür tut, um Unterstützung für sein Land zu gewinnen, das kann ich verstehen. Und ob da jede Wortwahl hilft oder nicht, das sollen andere entscheiden. Herr Kellner, lassen Sie uns reden, und zwar über das Ölembargo, das vielleicht ja nun tatsächlich kommt. Deutschland zumindest hat gesagt, ja, wir sind so weit weg vom Öl, dass wir da mitmachen können, auch wenn es weh tut. Es gibt aber ein, zwei Staaten, die sagen, nee, mit uns nicht, unter anderem Ungarn. Wie sicher ist denn dieses Ölembargo? Kommt es oder kommt es nicht? Nun, es ist viel wahrscheinlicher geworden, dass es zu einem Ölembargo kommt. Die Gespräche laufen ja auf europäischer Ebene, aber sie sind eben noch nicht beendet, sie sind nicht abgeschlossen. Und in der Tat ist es so, dass einzelne europäische Staaten wie Ungarn da eine ablehnende Haltung haben. Und man wird insgesamt natürlich eine Lösung finden müssen, die Europäische Union zusammenhält und die auch solidarisch mit den einzelnen Mitgliedstaaten zusammen Lösungen findet. Ja. Man wird ja auch eine Lösung finden müssen, mit der Deutschland irgendwie klarkommt. Es kommen jetzt schon Alarmsignale, zum Beispiel aus der Raffinerie in Schwedt. Man sagt dort, dann gehen die Lichter aus, wenn dieses Ölembargo kommt. Wir können das nicht stemmen. Wie soll Deutschland das denn stemmen, wenn dann dieses Ölembargo kommt? Also wir werden alles dafür tun, dass die Lichter in Schwedt nicht ausgehen, dass die Beschäftigten gesichert sind und dass es dort weitergearbeitet werden kann. Wir haben in Ostdeutschland eine besondere Situation. Hier kommt Großteil des russischen Rohöls über die Ölpipeline Druzhba-Freundschaft an. Und das betrifft einmal Leuna. In Leuna, das ist ein großer, großer Chemiestandort ja in Sachsen-Anhalt oder Sachsen-Anhalt-Sachsen. Und dort ist es so, haben wir einen französischen Konzern, der hat schon selber von sich aus gesagt, er stellt die Raffinerie um, bezieht aus anderen Quellen Rohöl. Da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Dann haben wir die Herausforderung in Schwedt. Das ist eine Sondersituation, weil dort ist der Mehrheitseigentümer ein russischer Staatskonzern, Rosneft. Der hat natürlich nur ein Interesse, und das ist russisches Rohöl zu verarbeiten. Das Problem ist aber, Sie haben es gerade gesagt, Mehrheitseigner, das klingt nach Enteignung, wenn ich denn an die Substanz will, nämlich wenn ich die Raffinerie quasi in deutscher Hand behalten will, um dort weiter zu produzieren, egal wer dann das Öl liefert. Also wir bereiten als Wirtschaftsministerium alle Optionen vor, damit wir eines sichern, die Versorgung der Verbraucherinnen und Verbraucher, die Jobs für die Beschäftigten in Schwedt selber. Es ist ja der größte Arbeitgeber in der Region, in der Uckermark selber. Deswegen, das hat schon eine große Bedeutung, und wir kümmern uns darum. Und es ist eben an dieser Stelle eine besonders schwierige Situation. Wir erben hier ein Problem, was wir versuchen zu lösen, nämlich, dass wir kritische Infrastruktur in russische Hand gegeben haben. Ich glaube, daraus sollten wir für die Zukunft lernen. Aber kriegen wir die Russen da tatsächlich raus aus dieser kritischen Infrastruktur? Das ist ja am Ende des Tages tatsächlich die Frage. Erstmal muss ich an die 54% ran, die Rosneft tatsächlich an PCK hat. Wenn ich die habe, dann kann ich weiterdenken. Aber solange ich die nicht habe, ist das so einfach? Ja, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, was wir ja vor ein paar Wochen als Wirtschaftskrimi hier im Land hatten. Das war die Frage von Gazprom Germania. Also eine russische Gazprom-Tochter hier in Deutschland, die unter anderem den größten Gasspeicher besitzt, die sollte verkauft werden. Einen sehr windigen Investor, da hat die Bundesregierung eingegriffen, haben wir eingegriffen, weil das
gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstößt und haben einen Treuhänder eingesetzt, in dem Fall die Bundesnetzagentur, die diese Infrastruktur verwaltet. Also ich will damit sagen, es sind verschiedenste Szenarien denkbar und wir werden alles dafür tun, um das zu einer guten Lösung zu bringen. Sie sagen, wir arbeiten daran, dass das eben gestemmt werden kann. Kann man davon ausgehen, dass dieses Ölembargo von der EU, wenn es denn kommt, dann auch erst kommt, wenn man eben alles geklärt hat, den Bedarf abgedeckt hat? Heute wird ja dieses Sanktionspaket inklusive Ölembargo ja schon vorgeschlagen in Brüssel. Ja, weil, also wir wissen ja, wie es technisch gehen kann, sowohl für Leuna als auch für Schwedt wissen wir ja. Also wir Schwedt hat zum Beispiel eine Pipeline nach Rostock. Dort könnten wir über den Hafen in Rostock ungefähr 60% des Rohöls zur Raffinerie bringen. Und auch die polnische Seite wäre bereit zu helfen in Schwedt. Allerdings ist die polnische Seite eben nicht bereit dazu zu sagen, na, jetzt holen wir Öl woanders aus anderen Ländern über den Hafen von Danzig, um es dann einen russischen Staatskonzern zu liefern. Da sind wir wieder in dem Problem, was wir eben gerade schon am Wickel hatten. Herr Kellner, ganz kurz noch. Gestern der Bundeswirtschaftsminister, der schon sehr dramatisch klang, denn er hat gesagt, klar, wir haben uns versucht loszumachen von russischem Öl, brauchen aber immer noch 10, 12, 15%. Wehtun wird uns das allen? Wie weh wird es uns denn tun, wenn wir von heute auf morgen dann sagen, kein russisches Öl mehr? Also was der Preis ist, den wir zahlen, das haben wir von Anfang an dieses Krieges gesagt, dass es auch für uns Konsequenzen hat, sind höhere Preise. Das ist eine der Konsequenzen, die dieser Krieg hat. Und jetzt auch da rächt sich, dass wir so abhängig waren und teilweise immer noch sind von einem einzelnen Land, nämlich von Russland. Sagt Michael Kellner. Herzlichen Dank für das Gespräch am heutigen Morgen. Einen schönen Tag noch. Dankeschön. Gerne.